Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde 7 Days to Die mit der Fennec-Mod. Wir waren ja jetzt beim Händler in der letzten Folge. Was war das? Und ich wollte mir ja jetzt eine Wohnung suchen. Das heißt, wir müssen hier raus. Links auf dem Hügel ist ein Haus. Das habe ich gesehen. Da will ich aber nicht hin. Ich denke, ich bevorzuge das grüne Biom. Ich weiß ja jetzt, wo mein Händler ist. Ich muss halt jetzt nur noch schauen, ob hier irgendwo ein Haus ist. Ich vermute ganz stark, dass wir auf dieser Seite der grünen Insel nichts finden werden. Oh, verdammt, da vorne ist ein Bär. Das heißt, wir werden... Ist das ein Zombiebär oder ein normaler? Der sieht fast, glaube ich, schon aus wie ein Zombiebär. Das heißt, wir werden wahrscheinlich wieder auf die andere Seite rüber turnen. An den Bergen kommen wir nicht vorbei. Oder gehen wir... Ja, doch, wir müssen... Warte mal, ich probiere mal auf die andere Seite zu kommen. Hinter mir sind ja jetzt schon die ersten Zombies wieder her. So, am Rand vielleicht mal probieren, am Bären vorbeizukommen. Wenn der uns... findet, spürt, dann sind wir am Arsch. Da ist noch ein Schweinchen, glaube ich, ne? Ja. Schweinchen könnten wir eigentlich erlegen. Oh Gott. Ja, wie ich gesagt habe, hier ist nicht viel. Da drüben ist Steppe, da möchte ich auf keinen Fall hin. Nee. Guck mal da. Ah, hier ist auch noch eine Höhle. Eine Drahthöhle, würde ich meinen. Oder Bärenhöhle. Man weiß es nicht. Gut, das heißt, wir werden wohl auf die andere Seite müssen. Ich könnte mir eigentlich auch hier ein Base bauen, direkt beim Händler. Aber ich weiß nicht. Da oben ist auch eine Mine. Nee. Eigentlich wäre es optimal, oder? Warte mal, wir schwimmen mal hier rum. Oder wir nehmen uns halt das Haus oben auf den Berg. Das könnten wir auch machen. Ist halt nur Wüste, ne? Da oben, links. Ich weiß, es ist ein Fortschhaus, so wie es aussieht. Aber, ja, oder wir nehmen halt das hier, ne? Ich meine, von außen her... Der Hügel hier, aber da ist der Bär. Da ist, glaube ich, gerade der Bär. Ich meine, von außen her sieht es wahrscheinlich cool. Wobei, nee, komm. Wir machen neben den Händler in der Nähe. Direkt in der Nähe vom Händler ist, glaube ich, ganz geil. Gehen wir halt das Risiko ein. Könnte sehr interessant werden in der Hordennacht. Oder allgemein in der Nacht. Wir müssen auf jeden Fall jetzt gucken, dass wir langsam mal ein Haus kriegen. Komm, dann gehen wir nach oben auf den Berg. Ich meine, da dürften wir einen guten Überblick haben. Wird halt nur schwierig. Ja. Können halt immer was verkaufen. Ich würde auch fast sagen, wir bauen uns später was auf dem Stück da. So. Es ist ja einmal um die ganze Insel gelaufen. So, da irgendwo muss der Bär sein. Unter mir dürften Zombies rennen. Weil wir haben ja nicht viel, ne? Wir haben zwar Grün da. Ach komm, wir gehen gucken, ob es ein Haus ist. Ressourcen haben wir hier auch. Ach, hier sind meine Freunde von vorhin. Komm, wir gehen mal gucken. Wir gehen einfach mal gucken, was da für ein Haus ist. Der Bär ist natürlich da hinten. Mäh, ne?
Aber wir haben halt schon einen Minenhelm. Das finde ich sehr, sehr gut. So, dann zeig mal, was du für ein Haus bist. Auf jeden Fall hast du Nachbarn. Strahlenhose. Ja, ich muss dich jetzt erstmal liegen lassen. Und muss jetzt erstmal hier die Gegend säubern, weil hier kommt ja erstmal alles Mögliche hoch. Ich habe keinen Platz. Ja, so nicht. Dann gehen wir mal hier hoch. Ach, guck mal, da kommt die nächste. Da kommt die nächste. Ich meine, zum Yucca und zum. Ich glaube, das ist auch nur diese Stelle hier, ne? Das Stückchen. Wo. Das ist nur das Stück, wo Wüste ist. Ach, schau mal. Warte, warte, warte. Da kommt was. Da kommt was. Gehen wir mal kurz gucken. Hier oben ist eigentlich auch schön, ne? Ja, sieht nicht so aus, als wenn hier irgendwo Häuser wären. Sieht höchstens jede Menge Zombies. Aber hier oben ist eine schöne Stelle zum Bauen. Da würde ich glatt sagen, wir machen uns. Oh, da kommt was. Wo bist du? Da ist er. Da sind sogar zwei. Ich würde glatt sagen, dann machen wir drei. Und ein Schwein. Würde ich glatt sagen, machen wir uns erstmal das Haus fertig. Nix. Zu dir komme ich gleich. Ja, komm, dann machen wir das doch so, oder? Machen wir uns das Haus fertig. Und dann bauen wir von da aus dann hier ein Haus drauf. Auf dem Berg ist doch eigentlich ganz lustig, oder? Eigentlich würde ich ganz gerne das Schwein mitnehmen. Aber ja. Ist das nur eine? Ist das Haus nur eine Etage? Müssen auf jeden Fall langsam mal gucken. Oh, da sind aber jede Menge Freunde drin. Da kommt. Ach, die hauen sich gerade da unten raus. Boah, wie viele Kaktus. Komm, dann machen wir mal eben den hier. Bevor die da alle rauskommen. Freunde der Nacht. Und Mutti ist
mit Mutti ist nicht zu spaßen. Oh nein, ich habe keine Pfeile mehr. Muss ich mal kurz laufen. Läuft. Läuft auch. Na Mutti? Sind da noch mehr drin? Ah, das Anschleichen bringt. Oh! Wow! Oh! Nein, 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 nein! Warum kann ich nicht? Normalerweise kannst du ja drehen. Alter, da war noch ein Krall drin. Schnell, 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 schnell. Jetzt bin ich auch noch verseucht. So eine Scheiße. Wo ist sie? Fuck. Ah. Ist sie tot? Viel Versch... Viel verblute ich nicht. Mit dir... Die abgeknallt? Scheint so. Scheint so. Alter Schwede. Uschi. Ist das Haus jetzt leer? Da ist er. Das ist der Feral. Wuhu! Nee, das ist der Feral. Kommt die überhaupt mit? Ich weiß gar nicht, kommt die mit. Werden wir gleich sehen. Ja, sie kommt mit. Eine ätzende Nummer, ey. Wir haben schon 7. Ist hier nur eine drin? Wow, die ganze Tür ist ja kaputtgeschlagen.
Wie, habe ich kein Holz mehr? Naja, ich habe die ganzen Pfeile gemacht, ne? Mann, 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 Mann. Da war einer, der ist jetzt weg. So. Ich dachte, ich habe mehr Holz. Nee, habe ich nicht. Eigentlich müsste ich jetzt auch schnell noch raus, alle looten. Was mir gar nicht gefällt, ist, dass ich verdings bin. Das könnte. Wie lange habe ich Zeit? 2 Stunden. Naja, ich darf ja sterben. Das ist das Gute hier. Noch ein Frame. Eigentlich bräuchte ich noch gar keinen Frame. Erst wenn ich da oben bin. Ist da jetzt noch einer gespawnt? Nee, ne? Also. Ich würde sagen, den Ausgang machen wir hier oben. Oh, Vorsicht. Reparieren. So, jetzt ist mal die zweite Treppe weg. Ihr habt gesehen, ne? Das ist gar nicht so einfach, diese Mod. Eieieiei. So, dann werden wir nämlich gleich gucken. Ich hack die lieber noch weiter weg. Eigentlich bräuchten wir auch noch ein bisschen Holz. Wir müssen die Leichen noch looten. Oh nein, ich habe den Frame noch vor der Tür. Vom Fenster. Da, wo ich eigentlich rein wollte. Bist da? Oh. Habe ich den Frame gerade unter meinem Arsch weg. So. Also wir müssen hier auf jeden Fall Frame. Also ich werde wahrscheinlich hinterher nur noch hier rüber rein und raus gehen. So, mal gucken, ist da was drin? Nee. Gut, dann können wir schon mal. Ja, die brauche ich auch erstmal nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht.
das nicht, den Kochgrill nicht, das Wasser hätten wir noch holen können. Ich habe aber noch 8 Wasser, das geht. Das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Jucke haben wir auch. Können wir uns auch erstmal was zu trinken machen, das weg. Was haben wir hier oben drin? Auch nix. Das da rein. Ja. Holz ist auf jeden Fall blöd, dass wir keins haben. Oh, das Eisen könnte ich mal behalten. Müssen ja auch noch einiges präparieren, weghacken. Das muss repariert werden. Ich will hier nicht durchfallen. Aber wir sollten vielleicht erstmal das Frame da drauf. Das Ding muss auf jeden Fall weg. So, und jetzt holen wir uns mal eben die Leichen. Na? Haben wir hier so viele Leichen draußen liegen? Die erstmal looten. Das war das Honig oder Bier? Bier, Scheiße. Dachte, das wäre Honig. Eisenrohre, das war auf jeden Fall auch schon mal geil. Das ist nix. Pfeilspitzen. Ja, wir haben die alle ein bisschen rausgelockt, ne? Na gut. Hier fahren noch ein bisschen Holz. Vielleicht sehe ich morgen noch mal ein paar Leichen. Wir haben gerade das Gefühl, das sind viel zu wenig. Oder die sind schon weggeploppt. Das kann natürlich auch sein. Eine Schaufel brauche ich. Na? War hier irgendwo Lehm? Hier, ne? Ich mal eben ein bisschen Lehm mitnehmen. Ja, ich weiß, du hast Durst, du hast Hunger. Und wir müssen rein. Flappig, 47. So, und weg. Aber auch nicht genug. So, und rein da. Kümmern wir uns morgen um alles. Geil. Keine Frames mehr. Bier haben wir, wow. Ja, ich weiß, du hast Durst. Lass es mal eben hier. Alles zumachen. Einmal grob bluten. Wow. Moppeteile. Wow. Das können wir morgen machen. Ich habe kein Holz mehr. Da kommen wir looten mal eben schnell durch, ob wir noch irgendwie Essen dort finden. Und dann sehen wir zu, dass wir nach oben kommen.
Hier war nichts. Auf jeden Fall haben wir hier Messing. Wow. Und einen Schlüssel. Wow. Naja, Dinge, die wir zuerst brauchen. Ist auf jeden Fall ganz geil, dass wir den Schlüssel gefunden haben. Oh, wir haben Wasser. Wasser haben wir auch jede Menge. Hier habe ich alles gelootet, ne? Kohle habe ich hier unten. Nehme ich auch noch mit und dann gehen wir nach oben. Bauen. Das baue ich mal eben ab hier drunter. Shit. Kann ich mittlerweile skillen? Ja. Ja, dann gib mir doch mal eine neue Axt. Kein Holz? Doch. Werkzeug. Gib mir Werkzeug. Da. Jawohl. Guck mal, eine 100er. Ja, und falls wir jetzt sterben, weil wir keinen Honig haben, bin ich wenigstens zu Hause. Ach, es sind sogar zwei drin. Sollte ich vielleicht erstmal einen Teil von meinem Loot wegbringen? Damit ich wieder. Nein, das behalten. Das große Fenster muss zu. Oh. Ich muss was trinken. Ja, den Safe brauchen wir, glaube ich, jetzt noch nicht anfassen. Weil der wird uns wahrscheinlich nicht groß helfen. So. Jetzt haben wir erstmal grob unsere Hütte hier fertig gemacht. Und ich würde sagen, das reicht für die zweite Folge. Wir werden uns morgen, also am morgigen Tag, wiedersehen, wenn wir anfangen, das Haus zu präparieren. Dass wir hier halt die ersten Nächte bleiben. Vielleicht auch sogar die erste Hordennacht. Mal gucken. Und dann, ja. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Dankeschön und bye bye.